Donnerstag, 23.43 Uhr, 114,00 mm. Scott Shelby ist in seiner Hut. So, schauen wir mal rein in die gute Stube und Laura. Lauren? Lauren. Es tut mir leid, Scott. Sie hätten auf mich hören sollen, Mr. Shelby. Ich sagte Ihnen doch, Sie sollen aufhören. Ihr Sohn ist ein Serienkiller. Wie viele Menschen soll er denn noch umbringen? Gordy hat Fehler, aber er ist mein Sohn. Sie haben keine Kinder, Mr. Shelby. Sie verstehen das nicht. Sie lassen mir keine Wahl. Die Ermittlung ist vorbei. Für immer. Und der starke Mann ging zu Boden. So, wir sind unter Wasser mit Lauren zusammen. Lauren schläft gerade noch, wie man es so auf einer Autofahrt tut, ne? Ja, und wir sind auf den Grund eines Meeres. Lauren, aufwachen! Lauren! Lustige Sache, Scott kann nicht sterben in dieser Mission. Also egal was passiert, wir sterben nicht mit Scott. Warum auch immer, sage ich mal. Verdammter Idiot. Das funktioniert nur, wenn ich die Zündung einschalte. Ja, dann machen wir das doch. Wir haben Zeit. Ist ja nicht so, als wäre das hier jetzt gerade ganz schön eng. Zack. So. Und jetzt irgendwie noch das Seil durchtrennen, glaube ich. Ja, komm. Genau. Fein. Warum lässt du das fallen? Das war die sicherste Methode. Es wird langsam eng. Achso, es hat sogar geklappt. So, ja, Lauren. Wir helfen ihr am besten mal irgendwie. Aber sie schläft. Natürlich. Na komm, mach doch mal hier was. So, jetzt geht's doch. So. Glaube sie will nicht, Scott. Scotty. Tret mal auf da, genau. Bam und bam. War jetzt, glaube ich, nicht die beste Idee. Fließt ganz schön viel Wasser. Und so. Aber wir haben sie gerettet. Sehr schön. Man hat aber auch sehr viel Zeit gehabt, muss man mal dazu sagen. Weiß gar nicht, ob das so realistisch ist. Eigentlich wäre das Auto, glaube ich, sogar noch schneller zugelaufen. Zu Hause. Meins ist ja ziemlich am Arsch. Ja, klar. Was wollen Sie tun? Ich muss ein paar Dinge regeln. Ich bring Sie heim. Sie schließen sich ein und machen niemandem auf, außer mir. Okay? Los. Sei vorsichtig, Scott. Ich will dich nicht verlieren. Wirst du schon nicht. Und weiter geht's auch gleich mit Scott. Ja, wir haben ja gesehen, Kramer ist ein totales Arschloch, beziehungsweise sein Vater. Also, Gordy Kramer, sein Vater. Er wollte uns jetzt ertränken, damit wir aufhören, die Ermittlungen gegen Gordy aufzunehmen. Aber wenn ich jetzt mal so ehrlich bin, wir haben ja bei Paco im Blue Lagoon ja die Umrisse gesehen vom Origami-Killer und das passt irgendwie gar nicht zu Gordy. Finde ich jedenfalls.
Ja. Wim. 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 Gang rein und... Wim. Hallihallo. Hallöchen. Na, Arschloch. Ich hab gedacht, ich komm mal vorbei. In deine Party. Und... Mach Randale, wie ich's brauch. Der Boss ist back. Verdunkelte Scheiben, funkelnde Reifen, impliziert der Boss ist back. Oh Gott. Ja, das war Nummer 1. Auf da. Bam. Bam. Wer will noch was? Autsch. Zack. Au. Bam. Keiner kann mich aufhalten. Ich bin der Big Boss. Hui. Zack, zack. Muss ich auch mal irgendwann nachladen? Also ganz ehrlich. Ich schieß ja hier ohne Ende. Hab ich jetzt gerade echt das ganze Erdgeschoss auseinandergenommen? Das tat weh. Bam. Bam. Wie er hier einfach als Ein-Mann-Maschine durchlatscht. Hammergeil. Nein. Verdammt. Das wäre ein Erfolg gewesen. Nur weil ich einen nicht getroffen habe, habe ich jetzt hier den Erfolg nicht bekommen. Beziehungsweise die Trophäe. Oh, ist das ärgerlich. Ihr seht ja ansonsten, ich treffe jeden. Jedes Arsch habe ich hier getroffen. Nur den einen nicht. Ja, du hast gar keine Waffe mehr in der Hand, du Arsch. Blöder Wichser. Bitte, tun Sie mit. So, du Arsch, du wolltest mich also umbringen? Hä? Jetzt zeig ich dir, wie man Scheiße frisst. Ihr gestörter Sohn ist der Mörder, oder? Er ist der Killer. Nein, er ist unschuldig. Er ist kein Killer. Kein Killer! Und Freiflug! Sie scheiß Lügner! Raus mit der Wahrheit! Nein! Nein, bitte! Ich weiß nichts! Ist klar, du bist ja ein dummer Idiot! Ich weiß nichts! Ich schwör's! Ich weiß überhaupt nichts! Oh, da hab ich jetzt den Controller auf meinen Laptop gehauen. Verdammt! Nein, du wirst sterben. Warum lässt du los? Gordy wollte nur Spaß, okay? Was? Er wollte sein wie der Origami-Killer. Er entführte das Kind. Er hat ihn so lange unter Wasser gedrückt. Ein Unfall. Ein dummer Unfall. Es war nur ein Spiel. Er hat's mir erzählt. Er weinte, es tat ihm alles so leid. Was es auch war. Gordy ist mein Sohn. Erzählt nicht. Was? Der Junge, das Opfer. Erzählt nicht. Eine Straßenratte aus der Gosse. Sie widerlicher Haufen Scheiße. Was ist mit John Shepard? Warum die Blumen auf seinem Grab? Mir gehörte die Baustelle, wo er umkam. Ich vergesse es nie. Seit 30 Jahren bringe ich Blumen dorthin. John hatte einen Bruder. Was ist mit ihm? Ich weiß nicht. Adoptiert, glaube ich. Die Mutter. Fragen Sie die Mutter. Sie heißt Anne. Anne Shepard. Meine Tabletten! Die Schublade da! Moment, jetzt mal ganz kurz Pause.
Er wollte uns umbringen, weil er seinen Sohn retten wollte. Jetzt ist er am Sterben und jetzt sollen wir ihm helfen. Das ist eine gute Frage, ob wir es jetzt tun oder nicht. Ist, denke ich, mal eine schöne Diskussion, die wir jetzt hier führen können. Wie sieht's aus? Würdet ihr es tun? Würdet ihm jetzt helfen? Wie gesagt, stellt euch vor, ihr seid Privatdetektiv. Ermittelt in so einem Fall, wo es darum geht, dass Kinder mehrfach umgebracht werden. Ihr habt einen Verdächtigen. Ihr ermittelt gegen ihn. Und sein Vater will euch umbringen. Ihr durchstürmt seine ganze Bude für Antworten. Seid dann bei dem Vater angekommen. Und auf einmal ist der Vater kurz vorm Sterben. Ihr habt jetzt die Qual der Wahl. Helft ihr ihm oder nicht? Schreibt es mir mal in die Kommentare, was ihr machen würdet. Ich überlege gerade nur, was ich mache. Ich kann schon mal so viel sagen, in beiden Fällen gibt es auf jeden Fall eine Trophäe. Entweder fürs Sterben lassen oder fürs Helfen. Ich überlege gerade nur... Wir gehen. Tschüss. Ja, bleiben oder gehen. Er wollte uns umbringen. Aber... Verdammt, ich bin so ein verdammt gutes Arschloch. Er hat's ja dann... Er hat's für seinen Sohn getan. Ich denke, jeder würde für seinen Sohn alles tun. Und wir sind ja nicht gestorben, weil wir klug sind. Na los. Verdammte Scheiße. Ich hätte ihn umbringen sollen. Für die Rettung. Ich bereue es schon. Ich auch. Ich meine, er wollte uns umbringen und wir haben seine ganzen Leibwachen umgebracht. Heißt, das wird jetzt erstmal wieder teuer für ihn.